Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt die Kollegin Ulle Schaus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 1979 das wichtige Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau beschlossen. CEDAW gilt bis heute als wichtigstes Menschenrechtsinstrument für Frauen weltweit. Und das BMFSFJ misst dem Staatenbericht von CEDAW hohe Bedeutung bei. Das begrüße ich und das begrüßt auch meine Fraktion ausdrücklich. Denn das war in der letzten Wahlperiode unter der CDU-Führung deutlich anders. Und Kollegin Groden-Kranich, wenn Sie hier so eine Rede mit Werf halten für die Frauenrechte, dann frage ich Sie ganz klar. Wir haben gestern ein Asylpaket 2 verabschiedet, wo das Gewaltschutzkonzept für Frauen gekippt worden ist. Dazu die Wahrheit, die müssen Sie sich dazu auch anhören. Das ist tatsächlich kein Schutz von Frauen, was Sie hier gestern verabschiedet haben. Ganz im Gegenteil. Aber ich frage mich, warum Sie vom Ministerium, warum Sie heute auch von den Fraktionen der Großen Koalition bei der Debatte zum Internationalen Frauentag auf eine Rückschau setzen. Der Bericht weist doch wirklich klar auf die drängenden Aufgaben hin, zum Beispiel auf das überfällige Entgeltgleichheitsgesetz. Der Staatenbericht kritisiert dies seit Jahren, und es wäre meines Erachtens das richtige Signal gewesen, wenn Sie als Bundesregierung heute mit einem Gesetzentwurf für ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz gekommen wären. Ich hätte das ein gutes Signal gefunden. Aber bis auf Ankündigungen hat diese Regierung hier nichts vorzuweisen. Frauen haben nach wie vor 22% weniger Lohn, und das ist und bleibt ein Skandal. Ich habe die Befürchtung, und ich bin da nicht alleine, dass der angekündigte Gesetzentwurf, den Sie jetzt angekündigt haben, wenig wirksam werden wird, dass er am Ende den Frauen wenig bringt. Mit Ihrer geplanten Transparenzoffensive für Unternehmen ab 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden Sie nur wenige Frauen erreichen. Und ohne ein Verbandsklagerecht, das sage ich ganz klar, stärken Sie die Unternehmen, aber nicht die Frauen. Und was ist das bitte ein Signal für Frauen? Der Bericht der Kommission der Antidiskriminierungsstelle hat das sehr klar kritisiert diese Woche im Ausschuss. Ihre Koalition knickt jetzt bereits vor der Wirtschaft und vor der Industrie ein. Die laufen jetzt schon Sturm gegen dieses Gesetz. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, alle Frauen und Sozialverbände werden Sie daran messen, was am Ende des Tages von einem Entgeltgleichheitsgesetz übrig bleibt. Gegen jede Diskriminierung von Frauen ist nur dann ein Gesetz gut, wenn es auch Wirkung zeigt. Aber ich will noch auf einen Punkt eingehen. Beim Kampf gegen Sexismus und bei Lösungen zur verbesserten Finanzierung von Frauenhäusern bleiben Sie im Ministerium komplett untätig. Erfolgreiche Regierungsarbeit, aber auch Gesetze, die gegen Diskriminierung von Frauen wirken, müssen Sie umsetzen. Meine Damen und Herren, der CEDAW-Bericht zur Prostitution kritisiert scharf, ich zitiere, dass die gesteckten Ziele durch das Gesetz in nur sehr geringem Umfang erreicht wurden. Konkret heißt das, keine Verbesserung der sozialen Lage, keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und keine Verringerung der Kriminalität für Prostituierte. Und daran wird Ihr geplantes Prostitutionsgesetz auch nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Mit Ihrem Gesetzesvorschlag treiben Sie Prostituierte geradezu in die Illegalität. Mit der Anmeldepflicht müssen sich diese für jede sexuelle Dienstleistung anmelden, auch wenn sie nur gelegentlich stattfindet. Und es geht Ihnen in der Union und in der SPD nicht um den Schutz der Prostituierten. Nein, im Gegenteil, es geht um Kontrolle. Und anstatt endlich die notwendigen Menschenhandelsrechtsrichtlinien für Opfer von Menschenhandel umzusetzen, laufen Sie Gefahr, ein Bürokratiemonster zu schaffen, das die Länder und Kommunen nicht wollen. Und da frage ich ganz klar, wie wirken Ihre Gesetze eigentlich? Der CEDAW-Bericht ist auch besorgt darüber, dass die Bundesregierung Rollenstereotype nicht proaktiv bekämpft. Bemängelt werden beispielsweise effektive Maßnahmen gegen sexistische Werbung. Einen Vorschlag legt CEDAW längst auf den Tisch. Mit einer unabhängigen Stelle könnte sexistische Werbung wirksam geprüft werden. Und dazu habe ich von Ihnen nichts gehört. Und ich bin am Ende des Tages auch gespannt, wie weit Sie wirklich gehen beim Sexualstrafrecht, ob wir am Ende des Tages ein Gesetz haben, wo das Nein auch ein Nein ist. Und es ist noch viel zu tun. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dieses Jahr 2016 zum Jahr der Frauen ausrufen,
dann dürfen wir wirklich mehr von Ihnen erwarten. Nämlich Ankündigungen, die dann auch wirklich kommen. Gesetze, die Ihren Namen wirklich verdienen. Und Maßnahmen, die wirksam gegen Diskriminierung von Frauen sind. Beherzigen Sie doch das, was schon die Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht forderten. Ihr Motto hieß Taten statt Worte. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Frauentag. Vielen Dank. Bitte sehr. Nächste Rede.